Und dann melde ich mich nochmal zurück, nochmal zum Thema Mewtwo. Und wir haben einen Triple Raid gemacht. Also das sieht man auch nicht alle Tage. War natürlich eine coole Sache. Wir haben an den Löwen angefangen. Haben da den Raid gemacht mit, glaube ich, 6 Leuten. Dann sind wir weitergegangen zum TA, da ging der nächste auf. Da waren wir dann 8 Leute. Und dann kamen wir zur Brücke, wo wir dann eigentlich 10 Leute gewesen wären. Aber weil das wieder an der Schule war, die ganzen Leute aus der Schule mit reingegangen sind, waren wir plötzlich 15 Leute, glaube ich, in der Lobby. Und das war eine coole Sache auf jeden Fall. Hat sich natürlich gelohnt mit einem Glücksei. 20.000 für jeden Raid, 60.000 gemacht in kurzer Zeit. Wir hatten dann noch etliche Minuten noch übrig auf dem Glücksei. Und ja, also das ist natürlich was, wenn jetzt noch doppelte Erfahrungspunkte gewesen wären, dann wäre das richtig cool gewesen. Aber so eine Aktion muss man wirklich mal machen, muss jeder mal gemacht haben. So ein Triple Raid ist immer was ganz Besonderes, finde ich. Und Mewtwo wurde weggeballert, das hatte gar keine Chance. Wir haben das so niedergeknüppelt, niedergemacht. Und ich glaube sogar, dass das erste war sogar mit einem Critical Catch einfach gleich im Ball. Das zweite war sogar auch mit dem Critical Catch im Ball. Das dritte natürlich auch gefangen. Also bisher meine Mewtwo-Rate immer noch bei 100%. Ich glaube, ich habe jetzt 27 oder 28 Stück gemacht und alle gefangen. Alle gesehenen wurden auch gefangen. Also 100% Fangrate bisher bei Mewtwo. Da macht mir keiner was vor. Ich hoffe, das bleibt auch so. Wie gesagt, das Beste heute früh war ein 96er. Bei dem Triple Raid ist jetzt leider nichts Gescheites bei rumgekommen. 22,5, 22,9 irgendwas war da alles dabei. Aber jetzt nichts Weltbewegendes. Da ist gerade ein Blatt geflogen. Und ja, habt ihr auch schon mal einen Triple Raid gemacht? Das sind ja schon Umstände wie beim Lavados-Tag oder beim Arktos-Tag oder Zapdos-Tag, wo man wirklich von Raid zu Raid ist mit einem Ei und alles niedergeknüppelt. Aber auf jeden Fall macht es jetzt schon richtig Spaß, dass Mewtwo zurück ist. Man sieht, die Leute haben einfach mehr Bock wieder auf Raids. Als Regirock da war, hatte ja keiner Bock auf Regirock Raids in der Ex-Raid-Arena. Aber jetzt mit Mewtwo, da sind die Leute wieder alle gehypt. Viele haben noch gar keins und deswegen ist der Andrang natürlich groß. Man findet relativ schnell eine Gruppe, die das machen will. Man macht den. Ja, und dann freue ich mich natürlich auf die nächsten Raids, die kommen. Und auf gute Zusammenarbeit. Und hier geht die Welt gleich unter. Der Tornado kommt. Oh mein Gott, die Bäume fliegen gleich weg. Auf jeden Fall viel Spaß natürlich noch mit euren Mewtwos. Macht Triple Raids, macht Duo Raids. Nee, macht nicht. Das ist ja jetzt angestiegen mit 60.000. Das schafft ihr so eh nicht mehr. Aber vielleicht doch. Wir werden sehen auf jeden Fall. Viel Spaß. Peace out. Vorhaut, euer Ramses. Wir sehen uns. Tschüss.